ist es sozusagen immer nur dieses verkopfte drüber diskutieren, oft auch dann abstrakte drüber diskutieren? Oder gibt es nicht Handlungen, Aktivitäten, die einem auch zum Denken bringen, wo man durch eine andere Tür dorthin kommt? Zu schauen, was da kommt als Antwort. Genau, also einfach mal, um jetzt bei dem Thema zu bleiben, zu fragen, was meinst du denn, wenn du über Führung sprichst? Ja? Ja. Oder was meinst du denn, wenn du über dezentrale Unternehmensorganisation sprichst? Das ist sicher etwas, wo ich auch persönlich sagen würde, da geht noch mehr. Ich muss vorher aus vielen Alpha-Symptomen ein gemeinsam verstandenes Beta-Problem machen. Wie meinst du das? Also das mit der Problemorientierung war natürlich ein Wortspiel, weil natürlich die Lösungsorientierung das ist, was wir alle sozusagen in der Beratung kennen und worauf wir ja auch getrimmt sind, unter Ja, Anführungszeichen. ja. Und ich glaube, dass da aber auch eine große Falle drinnen steckt, ja. In dem Sinn, dass in allen Alpha-Organisationen man ja zugeschüttet wird mit vielen, vielen Problemen, ja. Und die Erwartung immer ist, dafür ganz schnell Lösungen zu kreieren, ja. Ja. Dass die Erwartung an die internen Rollen ist, dass Erwartung an externe Berater und Beraterinnen ist und seine Wirksamkeit ja oft auch daran gemessen wird, ob man ganz schnell im Lösungen finden ist. Ich glaube aber, dass man damit dann oft nicht Lösungen für echte Probleme findet, sondern Symptome bekämpft. Ja. Und das meine ich mit Problemorientierung. Es zahlt sich aus, durchaus länger auf das Problem zu schauen und gar nicht so schnell in die Lösungsorientierung zu gehen. Ja. Wenn eine Organisation wirklich und Teams, ich sage jetzt mal, in Spannung sind, im positiven Sinn, ja, angespannt sind im positiven Sinn, Ja. dass sie sozusagen ein Ziel haben, eine Aufgabe haben, vielleicht eine Krise zu bewältigen haben. Ja, gerade in Krisensituationen merkt man das ja auch nicht, da spielen solche Sachen ja überhaupt keine Rolle.